Ja, Hallöchen alle miteinander und herzlich willkommen an meinem ersten Let's Show. Ich zeige euch heute meine Konstruktion aus dem Spiel Minecraft. Die Minecraft-Welt besteht aus einzelnen kleinen Quadraten aus verschiedenen Rohstoffen, die man nach Belieben mit den richtigen Werkzeugen abbauen kann und dann nach seinen eigenen Ideen und Vorstellungen wieder zusammensetzen kann. Dabei kann man extrem aufwendige und interessante Gebäude erstellen. Und ich zeige euch heute, was ich in den letzten Tagen erarbeitet habe. Ich weiß, ich kann nicht mithalten mit Leuten, die Burgen bauen, die Kilometer lang sind, aber vielleicht gefällt euch ja mein kleines Baumhaus. Und vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen oder Anmerkungen, wie ich das Ganze noch weiterbauen könnte. Ja, wie man sieht, bin ich erstmal schön in die erstbeste Mine gefallen, die ich mir da gebuddelt hatte, oder Tunnel oder sonst irgendwas. Das ist ein altes Haus von mir, das ich zurzeit abreiße, wenn ich Holz brauche. Gut, wir sehen da hinten schon, dass die Sonne untergeht, deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen. Wie ihr seht, habe ich hier viele verschiedene Bäume gepflanzt. Die habe ich übereinander gesetzt und immer wieder höher gezüchtet, bis am Ende das Baumhaus dabei rauskommt. Ich hoffe, man erkennt jetzt noch was. Wir klettern jetzt hier erstmal mit den Leitern hoch. Ich hoffe, die Videoqualität ist einigermaßen in Ordnung. Das ist mein erster Versuch mit diesem Programm. Gut, dann sind wir hier schon auf der ersten Aussichtsplattform. Wie ihr seht, seht ihr viel Glas. Davon werdet ihr noch einiges sehen. Das war eigentlich so der erste Versuch in Minecraft, etwas in einem Baum zu bauen. Gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Ein paar Stufen, noch ein paar Stufen. Hier wieder eine schöne Aussicht zu den Wasserfällen. Kommen wir später noch. Jetzt kommen wir in den ersten Raum, den ich gemacht habe, als ich das Baumhaus angefangen habe. Ihr seht viel Holz, viel Wolle, viel Glas und eine schöne Aussicht. Da ist wieder der Wasserfall. Auch nach unten und oben viel Glas. Oben seht ihr den Anfang des Wasserfalls. Gut, jetzt würde ich sagen, schlafen wir erstmal, damit wir das Ganze bei Tageslicht betrachten können. Dann sieht das vielleicht alles nochmal ganz anders aus. Ich habe die Monster erstmal ausgestellt. Bei Minecraft ist es das so, dass nachts Monster kommen. Unter anderem Skelette, explodierende grüne Wesen. Gut, hier sehen wir die erste Aussichtsplattform mit drei kleinen Bildchen. Jetzt können wir erstmal hier hoch nach rechts gehen. Auch hier wieder viel Glas und Holz. Und hier kommen wir in einen Raum, den ich erst relativ spät angefangen habe, nämlich die Bibliothek. Wie es für eine Bibliothek üblich ist, haben wir hier schöne, helle Räume und viele Bücher. Bücherregale über Bücherregale und sie enden in noch mehr Bücherregalen. Ich fand das Bild ganz passend, so eingesponnene Bücher. Zu lange nicht abgestaubt. Gut, so viel hierzu. Dann gehen wir erstmal weiter. Schön die Tür hinter uns zu machen. Gut. Hier ist eine weitere Aussichtsplattform. Diese Steine leuchten übrigens ganz cool, die hier überall rumstehen. Das hier ist eine Art Aufbewahrungsraum. Hier lasse ich gerne meine Gegenstände, weil es sehr zentral im Baumhaus liegt. Da sehen wir nochmal den Wasserfall. Gut, wenn wir hier hochgehen, es ist eine der Aussichtsplattformen. Die liegt schon fast in den Wolken. Die Bäume streifen die Wolken an dieser Stelle. Oder die Wolken streifen die Bäume, ganz wie ihr wollt. Gut, als nächstes gehen wir mal in das Haus rein. Das ist eigentlich mein liebstes Schlafzimmer. Von diesem Bett aus sieht man nämlich am Abend immer schön den Sonnenuntergang am Horizont. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Wenn wir nach links gehen, sehen wir hier unser kleines Badezimmer. Ich wollte hier oben einen Wasservorrat haben, damit ich nicht immer runterrennen muss und hier ist ein Endloswasservorrat, auch wenn es nicht so aussieht. Gut, jetzt gehen wir hier das Glasgebilde herunter, eine Wendeltreppe aus Holz, umgeben von Glas. Das ist noch relativ neu. Passt auf, dass euch nicht schwindelig wird. Hier ist eigentlich nichts Spektakuläres mehr. Damit hatte ich gerade erst angefangen. Man kann sagen, das ist hier ein kleines Gästezimmer. Das Problem an Minecraft ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, allzu viele Möbel zu machen. Aber ich hoffe, dass es da bald noch ein paar Veränderungen gibt.
hier nochmal eine Aussichtsplattform. Gut, was ich euch als nächstes zeige, ist das da drüben. Das ist einer meiner drei künstlich geschaffenen Wasserfälle. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hin. Dafür müssen wir ein wenig laufen, wie schon gesagt. Und ein wenig hüpfen, da ich hier noch keine Treppen hingebaut habe. Gut. Wir müssen jetzt eine Etage tiefer. Das ist sozusagen der ursprüngliche Keller gewesen. Hier ist nicht viel außer einer Truhe, aber naja, schön ist es trotzdem. Und hier geht es dann weiter. Da unten ist sozusagen ein Werkraum oder es war eine Zeit lang die Glaserei. Hier habe ich Glas hergestellt für dieses Gebilde. Es ist aus Steinen ausgepolstert, falls es brennt. Gut, hier ist einer der ersten angelegten künstlichen Wasserfälle in einem Glaskasten. Ohne Strömung, deswegen kommen wir nicht wirklich voran. Und endet hier vorne in zwei unterschiedlichen Richtungen. Wir könnten jetzt in den Wasserfall hineinspringen und mit dem Wasserfall nach unten gleiten. Das machen wir jetzt noch nicht, aber später. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal noch auf den Dachboden, wenn man so will. Denn dort habe ich noch zwei Wasserfälle. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dort noch hochzukommen. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal diese hier. Wie ihr seht, stehen wir mitten in den Wolken. Das hier ist der erste Wasserfall, den ich gemacht hatte. Der hat mir erst einige Probleme bereitet, weil er mein halbes Baumhaus unter Wasser gesetzt hat. Gut, dann haben wir hier vorne den nächsten, der genau auf die andere Seite geht. Wir können hier vorne auch nochmal hochgehen. Da sind wir dann nämlich genau hoch über den Wolken. Falls ich es hinbekomme, dort hinaufzuklettern. Gut, ein schöner Ausblick. Gut, jetzt würde ich sagen, rutschen wir einfach mal mit dem Wasserfall nach unten. Ohne uns weh zu tun am besten. Es geht auf jeden Fall einiges mal schneller, als immer mit den Leitern zu klettern. Gut, hier sehen wir das Haus nochmal von der anderen Seite. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, was ich hier gebaut habe. Vielleicht habt ihr wirklich noch irgendwelche Ideen, weil mir gehen sie langsam aus. Ich hatte noch die Idee, vielleicht eine Art Garten dort oben hinzumachen mit Blumen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich bin für alles offen. Sagt mir doch einfach mal, wie ihr das findet. Und ja, das war's von mir soweit. Und alles Gute und bis dann.